und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handpuppen unter der Lupe. Heute mit der Madame Quasselschlamassel. Ist eine sehr interessante Handpuppe, weil sie kann wirklich ihren Hals sehr weit drehen. So wie auch die anderen Handpuppen aus dieser Serie. Und wie die Handpuppe denn so im Detail gearbeitet ist, beziehungsweise was die Besonderheiten sind, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Fangen wir als erstes mal bei dem Kopf an von Madame Quasselschlamassel. Die Augenpartie wirkt etwas feminin, dadurch, dass wir hier, ich zeige es auch nochmal etwas deutlicher, indem ich meinen Finger dahinter mache, hier so eine Art Wimpern haben. Das setzt sich allerdings nur hier an dem ersten, an der ersten Hälfte der Augenpartie, beziehungsweise um die Augenkugel herum. Ist das angebracht. Der restliche Teil ist halt nicht mit Wimpern versehen. Dann haben wir jetzt zwei typische Living Puppets Augen. Und dann das Fell lässt sich ein bisschen modellieren, was ich auch immer ganz schön finde, weil so lässt sich dann natürlich dann auch ein unterschiedliches Aussehen dann generieren. Beziehungsweise es ermöglicht unterschiedliches Aussehen. So sieht sie halt sehr blank aus und man kann sie dann aber auch, wenn sie zum Beispiel morgens gerade erst aufgestanden ist, dann etwas struppiger machen. Das Klappmaul, wenn wir uns das anschauen, es hat keine Zähne, es hat keine Zunge, ist sehr schön von der Steifheit gearbeitet, auch die Schnabelform finde ich sehr toll gelungen. Der Schnabel liegt gut auf dem Unterkiefer auf, also es ist nicht so, dass hier irgendwie ein Überstand ist. Hier ist lediglich ein bisschen, dass dieser vorderste Teil sich ein bisschen nach vorne wölbt, ist aber auch nicht tragisch, weil es passt nämlich eigentlich zu diesem Oberteil von der Handpuppe. Ich zeige es dir nochmal etwas genauer, so dass sich das da so ein bisschen anschmiegt. Also hier ist eine Rundung und hier ist dann auch nochmal quasi eine Rundung von dem Unterkiefer, die so leicht geht. Der Hals von der Handpuppe, hinten die Naht, vorne ist es nahtlos. Das ist ein geringelter Stoff, der farblich sehr gut passt zu diesem Zottelplüsch hier. Wenn wir uns den Torso einmal anschauen, dann haben wir hier zwei Flügel, die auf der Unterseite hier mit ein Vlies ist es nicht, ein schönes weiches Material. Ich würde jetzt sagen, dass es eine Art Niki-Stoff gearbeitet ist, passt ganz gut hierzu. Dann halt hier wieder auch dieselben Federn, dieselbe Zottelplüsch, wie auch hier beim Kopf das der Fall ist. Dann haben wir hier unten die Füße. Da finde ich es dann auch nochmal schön, dass diese dann selber hier nochmal sich so ein bisschen abheben durch diese schwarzen, ich nenne es mal Krallen. Wir haben hier einzelne 10 Glieder, was auch nochmal eigentlich interessant ist und was ich sehr gut finde persönlich. Weil dadurch kann vielleicht Madame Quasselschlamassel ja auch von ihren lackierten Zehennägeln mal was erzählen. Das klappt man selber, gelangt man hier am Hinterteil, sage ich mal, der Handpuppe. Dann schlupft man dann rein und dann kann man dann das Klappmaul bespielen. Ich habe ja große Hände, wie ich es immer wieder sage, und ich kann das Klappmaul sehr gut bespielen. Ich habe einen sehr guten Halter drin. Eins ist der Manko, ich muss halt meinen kleinen Finger, muss ich so ein bisschen hier auf den Ringfinger rübersetzen, damit ich dann doch noch gut reinkomme. Thank you.
Madame Quasselschlamassel ist 54 cm groß, kostet derzeit ungefähr 30 Euro. Ich finde, das ist ein sehr guter Preis für so eine wirklich wieder qualitativ hochwertige Handpuppe mit tollen Materialien, die sich einfach gut anfühlen. Das Einzige, was ich wirklich, vielleicht als Verbesserungsvorschlag der Firma mit auf den Weg geben würde, wären halt hier oben die Wimpern, dass sie sich einfach hier weiter fortgesetzt hätten. Ansonsten finde ich es halt auch sehr schön, dass man hier halt dieses Fell, dass es hier im Prinzip so leicht filzig wirkt und man das Ganze hier noch so ein bisschen modellieren kann. Tolle Sache. Ich würde mir diese Handpuppe kaufen. Ob du dir diese Handpuppe kaufen würdest, das solltest du selber entscheiden. Schau sie dir einfach mal genauer an, vielleicht im Geschäft oder bestell sie dir nach Hause. Der Weg ins Geschäft ist natürlich immer die bessere Wahl. Ich danke dir jedenfalls, dass du reingeklickt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Bis demnächst. Dein Hannes.